Herzlich willkommen zu Teil 10 der Serie Besseres Controlling mit klaren Dashboards. Heute schauen wir uns die Rotation von Dashboards an. Mein Name ist Arnulf Koch, ich bin Gründer und Vorstand der K&K Software AG. Hier, wenn ich in dem Raum jetzt ein Foto reinmache, 2 Meter weiter links, sieht man die 6 Dashboards. Hier hinten an meinem Arbeitsplatz ist ein auch öffentliches Dashboard, in das ich immer ab und zu mal reinschaue, aber auch neben dem, sage ich mal, ist noch eine Tür und so, dass jeder da auch immer einen Blick der Mitarbeiter draufwerfen kann. Und ich werde jetzt mal zeigen, was und warum ich es darstelle auf diesen Dashboards. In Video 2 haben wir den P-Master gezeigt, unsere Software, die auch URL-Listen verarbeiten kann und dort zum Beispiel alle 30 oder 60 oder wie viele Sekunden auch immer einstellt, eine neue URL lädt. Und in meiner Arnulf-Pi-Rotationsliste sind da zum Beispiel 19 URLs drin. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe auf das Dashboard immer Themen gelegt, dass wenn ich ab und zu mal hochschaue, man schaut ja nicht ständig hoch, sondern nur vielleicht 2-3 Mal am Tag oder sowas, dass ich dann immer sehe, ah ja, genau, was ist eigentlich mit dem Thema? Also es soll so eine kleine Gedankenstütze sein und natürlich auch für die Mitarbeiter, ah, was gibt es denn bei uns für Informationen und Dashboards, dass die es auch für ihre tägliche Arbeit nutzen können. Ich fange an in der Rotation mit der SEO-Entwicklung. Also wie ist der Sichtbarkeitsindex unserer Homepage? Steigt der? Wird er schlechter? Man sieht ja schon auf den Vorschaubildern, der steigt. Also wir schauen jetzt nicht in die ganzen einzelnen Links rein, weil sonst wird das Video zu lange. Und was hängt es zusammen? Zum Beispiel hängt es mit den Top 10 Keywords zusammen? Hängt es mit den Links auf Facebook zusammen oder sowas, dass ich das einfach im Auge habe und dann immer wieder mich erinnert werde, Marketing ist ein wichtiges Thema bei uns, da muss ich was machen. Das nächste Dashboard ist dann der eigene Blog. Da haben wir 3 verschiedene Blogs. Das ist einmal kkasoftware.de, dann businessintelligence.team und homeoffice-berater.de. Und hier ist einfach, dass ich dann sehe, Moment mal, da ist jetzt hier auf unserer eigenen Homepage der Jahresrückblick aus dem letzten Jahr der neueste Beitrag. Dann muss ich mal meine Marketingmitarbeiterin ansprechen und schauen, dass wir mal wieder einen neuen Blog schreiben und veröffentlichen. Einfach, dass man das immer wieder im Auge hat, weil man hat doch als Geschäftsführer so viele Aufgaben im Unternehmen und dass man immer nichts aus dem Auge verliert. Das nächste ist, was ich mir anschaue, offene Stunden. Machen wir ein bisschen größer, dass man es ein bisschen besser sieht, auch wenn ich jetzt nicht in die Dashboards reinschauen will. Das ist im Gegensatz zu den vorherigen Videos eine andere Darstellung, wo ich mir einfach nach dem Team die, weiß nicht, was sind das, 10 höchsten offenen Stunden anschaue. Und wenn es dann irgendwann dreistellig wird, dann ist das doch schon ein höherer Eurobetrag, wo man vielleicht als Geschäftsführer ein bisschen hippelig wird und mal nachfragt, ist da vielleicht im Projekt was nicht in Ordnung? Kann man da vielleicht mit einer Kundenkommunikation Probleme oder woran liegt das gerade? Oder ist einfach nur ein großes Arbeitspaket? Aber dass ich da natürlich den Fokus auf diese kaufmännischen Kennzahlen behalte. Das nächste Dashboard, Datengüte, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Dashboard, denn Business Intelligence, Datenauswertungen, Datenvisualisierungen haben nur so viel Wert, wie gut auch die Daten sind. Und wenn wir zum Beispiel Projekte falsch zugeordnet sind, Mitarbeiter falsch zugeordnet sind, Produktivitäten falsch klassifiziert sind, dann passen natürlich alle Folgeauswertungen nicht. Und deswegen ist das eigentlich nicht das Wichtigste, aber doch eins der wichtigen Dashboards, was ich auch jedem empfehle, im Fokus zu behalten und wirklich auf Geschäftsführerebene, passen die Daten denn, mit denen ich überhaupt operiere? Weil wenn ich nur falsche Daten habe, dann habe ich auch falsche Auswertungen. Danach eine Teamübersicht. Das ist jetzt wie vorhin das Pivot-Control aus einem der vorigen Videos, wo ich mir nach Team anschaue, abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden. Passen die in einem gewissen Verhältnis oder läuft da irgendwas aus dem Ruder? Dann haben wir verschiedene IoT-Sensoren bei uns im Unternehmen selber. Das nutzen wir, um das zu lernen. Das sind hier zum Beispiel auf dem Dashboard Temperatursensoren. Wir haben noch irgendwo einen Lichtschrank. Wir haben andere Luftgütesensoren drin. Und da geht es darum, wie man sie ansteuert mit dem Arduino oder mit dem Raspberry Pi, welche Funktechnik man dafür nutzt. Und da klappen einige besser und schlechter. Und bevor wir sowas in Kundenprojekten einsetzen, tun wir sowas jahrelang bei uns im Unternehmen testen und das natürlich dann aber auch irgendwo nutzen wollen. Und dann haben wir halt uns daraus auch Dashboards gebaut. Okay, die nächsten 6 Dashboards, die man sich anschaut. Jetzt haben wir hier vorhin eine Teamübersicht gehabt. Jetzt habe ich hier nochmal die Rechnungsbeträge. Das vorhin war es auf Stunden. Jetzt ist es auf Euros drin, dass ich mir die Umsatzzahlen anschaue. Das könnte oft andere Dimensionen, wenn ich Gewährleistungen habe, unterschiedliche Stundensätze oder ähnliches, dass ich da einen Blick drauf habe. Dann einmal nochmal nach Stundenbasis die Mitarbeiter, was da in den Projekten geleistet wird. Ist auch eine wichtige Information für das tägliche Controlling. Dann immer wieder mal laufen die Bilanzkennzahlen durch, dass ich auch das im Auge behalte, um zum Beispiel unter dem Jahr zu planen, Abschreibung, muss ich irgendwas investieren oder habe ich da Handlungsbedarf? Wie entwickelt sich Liquidität? Wie entwickelt sich Verschuldung oder ähnliches? Kann ich ja nicht erst Ende Dezember oder sowas dagegen steuern, sondern das ist ja eine Aufgabe, die ich das ganze Jahr im Blick haben muss.
dann genauso Kontostand. Da schrecken jetzt vielleicht einige zurück, aber wir sind da sehr transparent, weil wenn ich heute ein modernes, agiles Unternehmen sein möchte, das für Mitarbeiter Generation Y, Generation Z attraktiv sein möchte, dann muss ich transparent sein. Das ist ein wichtiger Baustein eines modernen Unternehmens. Und da gehört natürlich auch zu, zum Beispiel Kontostand durchlaufen zu lassen. Und das, sagen wir, A, wird es eh einmal im Jahr veröffentlicht im Bundesanzeiger und B, ist es eine wichtige Information, wie gerade ungefähr das Geschäft läuft. Haben wir irgendein Problem? Müssen wir vielleicht auch mal wieder mehr auf das Mahnwesen schauen oder was auch immer. Also das ist auch eine wichtige Information und die kann man auch wirklich transparent auf einem öffentlichen Dashboard machen. Dann ist das nächste, Entwicklung Inzidenzen. Wir haben gerade die Pandemie und dass wir einfach die verschiedenen Landkreise, unseren Landkreis, die Nachbarlandkreise haben. Was sind die Fallzahlen? Welche Regelung gilt gerade bezüglich Kundeneinsätzen? Darf man da hinfahren? Wie viele Leute dürfen sich treffen und so weiter? Und das ist auch von hohem Interesse. Und das letzte Dashboard, die Raumbelegung. Hier einfach, dass man sieht, okay, in dem Raum ist gerade belegt oder nicht, da arbeiten wir ja gerade mit dem Projekt dran, dass man einfach so ein bisschen Gefühl hat, wo was ist oder wo ich auch selber, wenn ich jetzt in eine Online-Meeting gehe, in welchen Raum ich dafür nutze, der frei ist. Also auch das ist ein interessantes Dashboard. Wie gesagt, das waren jetzt mal 12 von den 19 Stück. Ich möchte damit Ihnen den Impuls geben, nicht nur einzelne Dashboards an die Wand zu hängen und den Mitarbeitern sichtbar zu machen, sondern irgendwo eine Sammelstelle zu haben, dass man sieht, was es denn alles an Informationen in Dashboards gibt, dass die Mitarbeiter wissen, worauf sie zurückgreifen können und daraus vielleicht für ihre tägliche Arbeit dann mit besseren Dashboards, besseren Informationen, bessere Entscheidungen treffen können. Das war das Thema und im nächsten Video ist das Abschluss der 11-teiligen Serie. Da werden wir uns den Entwicklungsprozess, wir nennen es BI-Labor, anschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.